ja noch lange. Wenn ich nur Ja, ich gern haben wir was gesagt. Genau, wenn wir mal drücken, dann können wir fix hütten. Wenn wir stopp fein werden, dann können wir verbindern. Ja, mein lieber, nö, ich darf nur heide. Ja, aber ich sag, wenn wir durch Fehlen genommen hätten. Die Vorwahl, aber ich weiß nicht. Mensch, die auch sagen, wenn wir alles besser machen. Ja, was wichtig dir wäre, als das wir uns Urfähringen, ist mir auch die Fähring oder Urfähr. In Urfähringen. Haben wir die Ölfähring, die für Unterhalt, die für Mama und all und das hier dann herum. Das ist das, was für mich wichtig ist, die Welt. Man hat mich manchmal gefragt, ob ich glaube, dass unsere Sprache auf den nordfriesischen Inseln überhaupt noch eine Chance hat, zu überleben. Und wenn ich danach Trost suche, dann denke ich immer, dass ein Friese aus Eiderstedt, ich glaube, um 1480 einmal die gleiche Frage beantworten musste. Und dass er damals sagte, ja, zu seiner Zeit würde die Sprache wohl noch weiterleben, vielleicht noch bis ins nächste Jahrhundert, aber dann wäre sie endgültig vorbei. Es ist also etwa 500 Jahre, ein halbes Jahrtausend her, dass diese pessimistische Prognose von einem Nordfriesen gestellt wurde und unsere Sprache lebt immer noch. Von all den vielen germanischen Völkern, von denen die Römer berichten, sind die Friesen die einzigen, die auch heute noch in etwa dem gleichen Gebiet wohnten, in dem sie zur Römerzeit wohnten. Und es ist wohl auch der einzige germanische Stamm, der an der Völkerwanderung nicht teilgenommen hat. Ein weiterer Eigenart unserer Geschichte ist wohl die, dass das Land der Friesen von den Einwohnern selbst geschaffen wurde. Das ist natürlich nur im bedingten Sinn richtig, weil sie ja früher schon in diesem Wattenmeer, das wohl einmal den größeren Teil der Nordsee bedeckt hat, so gewohnt haben, wie etwa die Hallig-Bewohner in Nordfriesland heute noch leben. Aber der größere Teil des heutigen Frieslands ist von den Menschen, die dort jetzt wohnen, selbst geschaffen worden. Und das heißt, die politische Struktur dieser Gebiete war in der Regel vorher beschlossen und bestimmt, bevor das Land gewonnen und bebaut wurde. Neben diesen geologischen und materiellen Faktoren möchte ich einen anderen Faktor stellen, der auch eine ganz außerordentliche Kontinuität in der friesischen Geschichte zeigt, nämlich eine eigentümliche geistige Haltung, die man am besten als eine Art grundsätzlichen Widerstand gegen den herrschenden Zeitgeist bezeichnen könnte. Ich denke da nicht nur an den Widerstand der Friesen gegen die Römer. Sie sind zwar ein Teil des Römischen Reiches gewesen, sie haben aber zu einem größeren Teil außerhalb des Römischen Reiches gelebt und das weitere Vordringen der römischen Verwaltung hindern können. Noch mehr drastisch und schwer zu verstehen ist der Widerstand der Friesen gegen die Einführung des Christentums. Alle haben wohl in Schulen gelernt, dass die Friesen den Apostel der Deutschen Bonifatius in Dokkum ermordeten. Aber nur wenige wissen, dass hier bei uns in Nordfriesland das Christentum noch viel größere Schwierigkeiten zu überwinden hatte, bis es akzeptiert wurde. Jedenfalls steht fest, dass der Papst etwa um 1500 einen besonderen Delegaten nach Sylt schicken musste, um die durch heidnische Gottesdienste entweihten Kirchen wieder einzuweihen. Dieser Widerstand gegen den Zeitgeist ist wohl am allerstärksten in dem Widerstand gegen den Feudalismus zu finden. Und dieser Kampf der Friesen gegen den Feudalismus war so erfolgreich, dass er ihnen in Europa damals eine ganz einzigartige Stellung gab. In der gleichen Linie, glaube ich auch, muss man den Widerstand der Friesen gegen die nationalen Bewegungen und die Entwicklung von Nationalstaaten in Europa im vorigen Jahrhundert sehen. Es ist richtig, dass es auch bei uns Ansätze einer nationalen Bewegung gegeben hat, sowohl in Nord-, Ost- und in Westfriesland. Sie hat aber nie zu einem
politischen Ziel gehabt, einen friesischen Staat zu errichten. Unsere wirtschaftlichen und kulturellen Interessen, insbesondere die der Inselfriesen, sind in moderner Zeit, jedenfalls nach dem Mittelalter, ganz überwiegend nach Westen gerichtet gewesen. Ich möchte sagen, dass die Hauptstadt der Föhrer Friesen einige Jahrhunderte hindurch weder Kopenhagen noch Hamburg oder Kiel war, sondern ganz deutlich Amsterdam. Und in moderner Zeit, in unserer Zeit, so ist es, glaube ich, jetzt auch außerhalb unseres Landes allgemein bekannt geworden, dass ein großer Teil, vielleicht der größere Teil der Föhringer gar nicht auf der Insel Föhr, sondern in Amerika lebt, und zwar in New York und in Petaluma. Wir sind Musikfreunde von Amerika. Heute einladen am Auto kommen, after Amerika, am Stolpen Parade mit dem Magen. Und dann haben wir halb after kommen und wir kehren zu der Harris im September auch after Amerika. Und nun spielen wir dann noch das Stück von der Lindenblume. Wir haben alles, was ich zu sagen habe. Bis alles im Namen. Die werden ganz massiv Leitbüren hülsen. Die hat acht genehen, hat dann so Taubetrieke an die Küche von Levi. Dann die Ferring, die sagt immer das: Lever an letten Herr, unseren geraten Knecht. Und die sind eine Masse von uns Vorfahren, was damals zu sie ging. Ja, uns Redern Tiener, uns Kapitän. Aber ja, wir immer noch Knecht. Und dann, wenn ihr den Titel denn da kam ja zu Rahl. Und wo immer noch lebe, hier über der herrlichen Insel Levi und Venne, und mit ein paar Leute und ein paar Demos Lohn und lecken Herrwesen. Das ist uns Eigenart. Ja, das sind ja völliges Leidwesen, die mich gefragt haben, was die Nähe bedeutet. Und die König zu sagen, das wären Ricken, Nordfresk, Räder und Schweden, der hat Harro Harsen, die wohl öfter Krieg war durch für eine Freskbrieg und sagt, im ersten Gang, das so ist uns haben, wir kennen nicht daran, Gorimur. Ihr werdet ja sagen, dass die Akeferring kennt Aken Öder. Man ist an den meisten von uns und Öder lohnen und wir müssen ja kennen können, wenn wir ja überstrut auf eine Überdamper mit. Was können wir dir tun? Und die fing die Idee von dir selber Nädel. Und das habe ich dir öfter brückt. Bis so ein fein Wetter haben wir das Fähring immer über den Wert drin. Das Fähring ist immer einmal so voll um. Denn das ist so schwer und nur bloß mit Freimachen. Zu Heimatabend und weg an den Orlasam, an den Nieblam, die hast du auch noch um. Am nicht fremen als ein Bett zu wissen. Das hier ist ein Pei. Pei ist immer zwar in Masse fuhren, und das ist bloß Season Snow. Das ist ein Braunjösung. Hier wird immer Topsteht und grad Hüf. Das können wir sich noch bloß urwürfen. Das hier ist ein Sammertbirn, was bestickert ist und grad Franien. Beef kommt das Dörfte ab, was das Top holt. Ja, ich bin ein Bauer und ich öbe neben mir das Amtdeutsch. Uns Dickgraf. Das ist ja alles an Juren hier, Tradition. Ihr Sarum, die Pferding Sarum, die Dicks hier sind. Und das ist ja leider Gottes, dass das unter den letzten Juren etwas anders geworden ist. Dann sind Juren hier in Sömte, sind die Dicker ja auch gegen den Lohn, auf ihr Firma, ihr Haus ist enteignet. Wir haben hier erst bedürt, aber kostenmäßig ist das für uns Bührendecker an der Leitung. Das haben wir unter den letzten paar Juren da in Sömmorschen. Das
dann unter dem noch einen Vogel gekriegt. Für 150 Jahre habe ich es vorgefahren, das hier morgen. Das habe ich von Holland, von World Captains, die wohl Fahrensmahne. Ich habe hier die Kuh und Leun. Und für so viele Jahre wollen wir das nicht wiederholen, so machen wir das dann ja. Dann sehe ich die Lokan in die Bäft. Und wenn hat es da ist, und der Vögel ja kommt von Norden, dann fahrt ihr hier rein, in zu den Lokan. Die Lokan sind ja zwei Minen und ein Piepen. Und dann, wenn der Kuhmann bei der Skirrmissen kommt, dann gehen die Wieler auf der Föhr und der Tomann an der Schwemm, wer der bei der Tüte. Hier ist drei, geht vor der Nügein und der Piepen, und der Wieler anderen, die flattern immer ab auf der Boden und hier ab und der Kurve, und die nehmen wir es dann aus, und dann vor den Ringer, man wird wieder flattern, das tut man jedenfalls. Nö, seit dem hier, ich lege Kuh, hier ist er bei der. Die ist ein Manning fertig, Tepons ist ging worden, und das war der Darling noch. An Manning, Ferring, Dunche, hier, Dünches, hier vertellt. Nur erst einmal so mein Ferring sprich, der das immer mehr und übersterben. Und wir wollen ja heute, dass die Jungen hier die Fähre auch wieder ein Ferring lehren, ein Ferring Snocke, an der aber Brückwe, Schulen, Ferring Schulmeister und Schulen, was die Jungen dir zu abziehen. Der friesische Wahrspruch lautet: Lebe, duert es. Üs Slav, liebe Tod als Sklave. Was hat dieser Wahrspruch heutzutage für Sie noch an Bewandtnis? Tja, das ist ja so unsere alten Rechte, auf die wir pochen. Das ist leider Gottes, wie ich schon gesagt habe, also wir müssen ja bei der Landesregierung nur wegen unserer Vogelkohlen zu Kreuze kriechen bei der Landesregierung, um jedes dritte Jahr zu bitten, ob sie unsere alten Rechte nicht genehmigen wollen. Dann müssen wir unsere Konzession haben, in der Vogelkohlen, wissen Sie. Und dann müssen wir jedes Jahr bitten, ob wir die Konzession wiederkriegen. Und ob Sie es wollen, da in Kiel oder dicht, das liegt ja bei einem gewissen Herrn Doktor sowieso. Lass mir ruhig auf zu hören kriegen, das macht gar nichts. Und das liegt ja an denen, die da oben sitzen, ob wir unsere Rechte ausüben können, die alten hergebrachten Rechte oder nicht. Wenn Sie so zusammensitzen und friesisch miteinander plaudern, ist das dann, sagen wir mal, Sprachpflege oder dient es dem Bereden von aktuellen Problemen? Ich muss sagen, das ist Bier. Dann können Sie Bier. Was meinst du? Ja. Doch, natürlich. Was jetzt so passiert hier in Fähr, und was passiert in der Welt, ist noch gewinnen fahren. Und ja, und wir snacken auch bewusst Fähring, und das bemendet es doch. Nur die das tun. Gibt es so etwas wie friesische eigenständige Literatur? Ach doch, jaftet. Jaften ganzen jaftet. Masse, ja. Ja? Allerlei. Hier und Buhl jaftet, hier und Buhl, aber. Jaften hier und Buhl. Was ist Grevenhaar für Ferringort und Ferringsprieg und Ferringwies? Ferringort und Wies. Jaftet. In, sagen wir mal, den letzten 50 Jahren. Also durch den Einbruch der Technik in das alltägliche Leben haben sich Arbeitsbedingungen und damit das gesamte gesellschaftliche Leben und die Beziehungen verändert. Wenn Sie die Probleme, die also mit der Sprache zusammenhängen, so genau kennen, dann könnte ich mir vorstellen, dass für Sie Friesisch zu sprechen auch etwas mit einer bestimmten Lebenshaltung zu tun hat. Sicher, der das. Könnten Sie diese Lebenshaltung etwas erläutern? Ja, wir sagen es. Just nö, wurde zum Beispiel kennt ihr erst mit Ferringen, die zu kämpfen haben. Erst man ein, das kommt ein so zum Bewusstsein. Ich sagte mit Ferringen, ja, dass man Ferringen aß und dass man das bewahren kann, so gut wie es kommt. Die haben wir mal gewesen. Aber das waren immer Männer, das sind ja immer nur Menschen zur Fähre hier hinkommen. Man alles spricht, man hochtisch, man plattisch. Seid ihr doch? Ja. Ihr könnt auch die Preister und auch die Schulmeister Ferringsnocke, das könnt ihr bewahren noch, man hier eben. Erleben Sie, wenn Sie miteinander Friesisch sprechen, so etwas wie Selbstverwirklichung? Ja. Molikosa. Marikosa.
Wie ist das bei Ihnen? Sprechen Sie zu Hause Friesisch oder Hochdeutsch? Ja, alles Fähring. Ist noch Geburtsfähring. Und Ihr Enkel, was spricht der? Ist noch genug Fähring. Und wie ist das, wenn du auf der Straße spielst? Wie sprichst du dann? Hochdeutsch. Und in der Schule? Auch Hochdeutsch. Wie war das bei Ihnen früher? Können Sie da erzählen von? Ja, also wie ich in die Schule kam, ich komme von Westerland früher, also von Toftum, da bin ich geboren. Da konnten wir überhaupt entweder Hochdeutsch noch Plattdeutsch, wir konnten gar nichts, wir konnten den Lehrer nicht verstehen. Wir sprachen nur Friesisch. Da war das gar nicht so einfach für den Lehrer und wären da fertig mit so einer ganzen Klasse, nicht? Wir Fresken, auf wir Färingen, wir sind Analphabeten. Wir haben ihr Sinn, dass wir in einer kritischen Periode, dass wir in einem 16. Jahrhundert, unsere Feskerei über Halliglund, die haben wir hier Schulen begann und eine Navigation, eine Onneracht und eine neue Schule. Herr ist holpen und in Jahrhunderten, die erfter, eine grad Hochte und eine Ökonomie und auch eine Kultur zu finden. Die wir trocken Schulen und eine Navigation haben wir. Sagen wir, mit der Holländer Stub ging, und haben eine Seefahrt und eine Walfaskerei, haben wir da in Grad Tid. So, ich meine, Onnerracht ist für uns primär. Ich meine, für das erste, es geht um dir, was bedeutet, dass wir das Rocht, dass wir uns all mehr Menschen Rocht, uns, das Rocht im Mammensbrief zu lehren, zu schreiben und zu lesen. Das Rocht, es geht wie just zu haben, uns alle öder Menschen in Europa. Die Meinung ist weit verbreitet, dass sich friesische Muttersprachigkeit nachteilig auf den Schulerfolg auswirkt. Aus meiner eigenen Schulzeit weiß ich, dass Kinder, die aus den Dörfern auf die höheren Schulen kamen, besondere Schwierigkeiten in den sprachlichen und den mündlichen Fächern hatten. Es ist allerdings fraglich, ob das darauf zurückzuführen ist, dass diese Kinder zu Hause Friesisch sprechen. Hallo, Eule! Hallo, Eule! 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 Ich bin da! Auf keinen Fall kann man das Problem dadurch lösen, dass die Eltern versuchen, mit den Kindern Deutsch zu sprechen, wie es in einigen Fällen eben mit dieser Motivation geschieht. Solange die Kinder zu Hause Friesisch reden, und das werden sie auch in Zukunft tun, muss die Schule darauf eingehen. In Uttersum, dem westlichsten Ort der Insel Föhr, wird fast ausschließlich noch Friesisch gesprochen. Wie ist das bei euch? Sprecht ihr Friesisch? Ja, wir snacken noch Aran Ferring an Okea und Tarab. Und wir sind am ersten Mal, was noch Ferring snacken. Und letten die snacken da Ferring. Und alle, die hier sind, können Friesisch verstehen und auch Friesisch reden? Oder gibt es Ausnahmen? Von hier eine Fia, aber was ihr können. Wer kann von euch kein Friesisch sprechen? Ich. Und wie kommt das? Ja, meine Eltern sind Ärzte und sind vor ungefähr 20 Jahren hierher gezogen. Aber also ich kann Friesisch verstehen, aber sprechen tue ich nicht. Ich werde nicht gefordert dazu. Man kann die Leute so schön verwirren, wenn man Friesisch spricht. Dann gucken die einen ganz blöd an, fragen ja, wo kommen sie denn her und so. Das finde ich ganz gut. Es macht mir auch nichts aus, Friesisch zu sprechen vor anderen Leuten. Also für euch ist das Friesensein und das Friesisch sprechen kein Problem? Nein, überhaupt nicht. Wie ist das hier in der Bank? Wird hier mehr Friesisch, Plattdeutsch oder Hochdeutsch gesprochen? Nee, hier wird ja hauptsächlich bloß Färingsnorm. Die sind ja in der Bühne hauptsächlich ja von Ursten und Fähre Plattdeutsch snorgen. Wie ist das bei euch? Wird bei euch noch Friesisch gesprochen? Ja, wir snorgen bloß Färinger an. Und auch ohne neue Beschreibung. Gibst du dem Friesischen noch eine Zukunft? Oh nein. Ja, vorläufig auch. Bin ich noch betont, dass wir Jobis denn. Hältst du es für notwendig, dass Friesisch an den Schulen unterrichtet wird? Färing unterrichtet wird.
Ja, det er meningen har det begået, men det er der på den skole, og ellers kan det nå for, at det er bare hans forbivje. Kannst du Friesisch schreiben? 100%. Aber du hast es versucht. Ja, wir hatten uns gut und die Alherde. In Ihrem Betrieb hier wird kein Friesisch gesprochen. Der Einzige, der wohl noch kann, ist der junge Lehrling. Wie erklären Sie sich das? Tja, wie erklärt mir das? Also, Friesisch und Plattdeutsch sind hier der Heimatsprachen, ne? Und ist es in den letzten Jahren zurückgegangen mit dem Friesisch? Ach, unter der Urbevölkerung an und für sich nicht. Ne? Durch die Fremden, die hier zugekommen sind, ja, die gehört kein Friesisch. Und die schnackt den Hochdeutsch. Aber wie hier als Einheimische, wie schnackt nur Plattdeutsch bzw. Friesisch. Was bedeutet es für dich persönlich, Friesisch zu sprechen? Ja, das ist mein Mamas Krieg, das wollte ich unterjähren. Und ich fühle mich auch, wenn wir auch nach Österreich verbinden, tut ihr alle. Was bedeutet es für dich, wenn du auf dem Festland einen anderen Friesen triffst? Was denkst du dann? Ja, da fühle ich mich heim. Wir haben verbunden, aber hier auch fahren können. Ist jetzt der Hocker um? Ja. Der Lehrer kann das so hin jetzt, ja. Oder? Ja. Wie viele Laden haben wir noch neu? Vier, ne? Vier? Fünf. Fünf? Das sind nicht, das ist das vier. No. Ja. Sie arbeiten hier zusammen in der Kirche. In welcher Sprache unterhalten Sie sich? In Hochdeutsch. Sind Sie alle Friesen hier? Ja. Und warum sprechen Sie kein Friesisch? Ich komme aus Wiek und da spricht man nicht Friesisch. Ist Ihre Familie eine friesische Familie? Ja, aus 500 Jahren zurück hier auf der Insel. Und Sie haben das Friesisch nicht mehr gelernt? Nein, in Wiek wird bloß Hochdeutsch gesprochen durch den Gästen. Und Sie meinen, der Fremdenverkehr ist daran schuld? Ja, der Fremdenverkehr ist daran schuld. Bedeutet die Sprache irgendetwas für Sie am Arbeitsplatz? Am Arbeitsplatz weniger. Und die meisten können das nicht mehr. Da unten, ich komme aus Olzum und da wird noch viel Friesisch gesprochen, auch unter den Arbeitern, Handwerkern. Aber im Allgemeinen wird das weniger oder hält sich das so, wie es war? Das wird weniger. Und wie ist es bei Ihnen? Würden Sie es begrüßen, wenn man für das Friesische etwas tut? Würden Sie es vielleicht auch wieder lernen? Ja, wenn einem die Möglichkeit gegeben wird, in einem Verein oder so, würde ich es auch mitmachen. Denn das ist ja die Muttersprache. Ich meine, verstehen kann ich es. Wenn die Leute langsam sprechen, kriege ich es mit. Aber selber sprechen kann ich es nicht. Fingern hoch, oben. Das Asche will er ja was. Ja, das ist ein Industriesozial. Ja, das ist zweite Wahl. Nicht? Der muss fest bei uns an die Witze gehen. Das hat er ja alles recht. Hoffentlich vor wie besser. Aber, wenn sie nachher werden, auf die Feld mehr. Ja. Hvis jeg kan holde skole via, de har ikke arrangeret færingssnakket. Hvis jeg den underlige kam,
Und die wartet Männer, die Färingsnagen. Und kam an der Hochtiesten. Und ja, konnte ich verstehen, und muss ich mich auch mit dem Hochtiesten befahren. Und so ist es hier immer Männer geworden mit uns Färingsnagen. Hey, und nur hier bei uns über Tankstätten und allen Dingen habe ich Masse zu tun mit Fremden, und die komplett gut an, das Färingsnagen, weil ich mich gut verstehen kann. Und doch, ich meine, die hiesige Kundschaft, die wir hier haben, so die Bühren und so, die snagen wir zum Teil, snagen wir noch Färing mit. Hey, und Platis wird hier auch noch mal verteilt für uns hier. Also Färing kommt immer wieder zurück, muss ich sagen, hier für uns in Ursulow hier. Wenn Sie jetzt eines Tages mit der Landwirtschaft aufhören müssten, würden Sie dann noch weiter Friesisch sprechen können? Der Racht haben die Rechte, hör ich dann Leveskull. Wenn ich hier im Pferd wieder leben kann, kann ich auch wieder Färingsnage. Und wie ist das bei Ihren Kindern? Auch wenn ein Jungen hier im Pferd blieb können, dann können ich auch hier Färingsnage. Es geht ja ohne Welt zu weiß, dann geht ja das Brick Snage. Fühlen sich die Friesen als eine Minderheit? Weil, tun Deal. Wenn man Sprit kommt, sind wir ja ein Letzgöl. Aber wir Färingen fehlen uns doch auch zu einer Gemeinschaft zu hierig.